Neumiete und Jochen kann da rein. Und hier in Duisburg als Sonnenberg. Die gute Fressbude, die gibt mehr Fress- und Stehbuden als Fahrgeschäfte. Zwei Fahrgeschäfte sind nur für Kinder. Das Ding ist, was wir gerade eben gesehen haben. Ich hoffe mal, diese weiße Puma ist noch Pappel, ne? Aber eben. Die Familienzahl wollte ich wieder hoch, von daher ist noch ein Pappel. Die Frage ist jetzt, dass wir eine Familie in den Verband springen. Zwei Fahrgeschäfte. Einfach für Kleinkinder. Karussell und dieser Weltflieger. Hier war das du? Nee, du hast für drei. Ja. So, bitteschön. Ne? Unter der Karte. Richtig laut. Geh mal kurz, hörst du dir das kurz? Und gehen auf diese Brücke. Direkt neben der Kirmes. Ja, Mini-Kirmes, muss ich sagen. Aber Hauptsache Kirmes. Egal wie groß sie ist. Hauptsache Anfang nach der Corona-Pause. Ich bin nicht so ganz zufrieden, aber für ein Dorf ist das nicht. Was für ein Dorf? Homberg ist eine so kleine Stadt. Fennike und Kapenzendörfer und Rome, aber nicht, doch nicht Homberg. Ich laufe mal hier rüber, auf die Brücke über die Jauerstraße, kann man auch parken. Aber da sind eben begrenzt, ich bin hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist. Also wirklich alles sehr gut geklappt. Duisburger Schausteller, Duisburger LKWs. Da ist auch die Bushaltestelle. Ist die Schaffe-Verlauerstraße. Ist die Schaffe-Verlauerstraße, diese ehemalige B60. Die Lok ist ja nicht mehr die Straße einfach B60, Verlauerstraße. Ja, also das ist die Gemüse Kirmes. Nee, Homberg gehen wir jetzt von außerhalb. Aber das Fahrgeschäft ist doch nicht so extrem. Ist eben langsamer als die in Düsseldorf. Ja. Von außerhalb kann man auch sehr gut Bilder machen. Ja. Die Haltestelle, die B130, in 30 Minuten Tag beginnt. Die liefert von Bremersheim bis nach Balkirche. Sehr schön hier, muss ich sagen. Sehr grün hier, diese Grünflächen, gefallen mir sehr gut. Hornberg ist hässlich? Nein, ab hier nicht mehr, ab da hinten vielleicht schon. So, dann Bürgermeister Mengenplatz, das war so fast, während der Corona-Pause war hier mal, das war so Testzentrum, das Lehrtestzentrum. An den Schlechten kommen wir zu den kostenlosen Testen. Hier kann man auch überall parken. Aber man sollte hier lieber öffentlich Verkehrsmittel anreisen. Und für eine weitere Anreise lohnt sich das nicht. Aber die in Rheinhausen soll sehr, sehr gut sein. Die in Rheinhausen, so der werde ich auch fahren. Die ist nächste Woche, die ist nächstes Wochenende. Am 8.10. Ja. Am 8.10. Deswegen macht die Werbung hier für die Seite Duisburg Live. Mörser, Duisburger. Da hast du anfängt der Duisburg Kennzeichen. Früher war Homberg Teil von dem Kreis Mörs. Leider gibt es den Kreis Mörs nicht mehr. Und Mörs wurde dann doch nicht allgemein aufgrund von Tesla als Stadtberger. Was ich auch sehr schade finde, würde ich sagen. Würde hätten wir heute eine Straßenbahn hier in Homberg, hätten wir auch so eine U-Bahn, ich glaube sogar das U-Bahn ist in Deutschland,
aber so für Kirmes. Kirmes ist richtig mini, aber dafür keine so 3G-Regel. Aber es ist für mich völlig, völlig egal ist, da ich sowieso vollständig gegen so impf bin. Aber es gibt so Querdenker, die meinen, so einer 3G-Kirmes muss ich ja nicht hinfahren. Müsst ihr auch nicht. Die Kirmes findet auch ohne euch statt. Und bald wird in Duisburg sogar diese 2G-Regel eingeführt. Das heißt, dass man geimpft oder genesen sein muss. Die Tests reicht nicht mehr. Da ist diese Kirche noch weg. Es hat die Johanneskirche da hinten. Da kann man so ein Flugzeug sehen, da kann man finden. Ich meine, ich wünsche mir, dass ich den Bus komme. Ich brauche den Bus auch, um mir so zu hören, weil das ist wirklich weit nach keine Punkte. Was ist wichtiger? Duisburg ist echt soldarisch. Soldarisch. Duisburg ist sogar. Duisburg ist einfach eine wunderschöne Stadt, ebenso wie Vororte. Aber Mörs hat sich enorm verschlechtert. Im Leim muss ich auch Homberg sagen. Homberg hat sich auch verschlechtert. Aber langsam kommen wir Bewegungen ins Spiel. Denn da ist Düsseldorf, sind jetzt nach Homberg und auch nach Mörs rum. In diesem Käfer hier rum. Und die anderen weisen sich total wieder auf. Ich bin mal gespannt. Aber Moment, dort darf man gar nicht parken. Die parken alle hier illegal. Sehe ich gerade. Nichts mit parken. Und es sind zwei Haltestellen. Die sollen die langsam unter. Und, cool, da kommt ein Bus. Schade, da bin ich mal Straße verlassen, war nicht. Jetzt eine halbe Stunde warten oder zu Fuß laufen. In der nächsten Einstelle. Mit 15 Minuten Takt. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein nächsten Busfoto. Ein Busfoto habe ich auf jeden Fall bekommen. Dann brauchen wir gar nicht hier runter zu laufen. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.